Heute erzähle ich dir eine besondere Geschichte, nämlich die Geschichte von Gott, der neben dir auf einem Sofa sitzt. Und das ereignet sich unmittelbar nach deinem Tod. Und vor euch öffnet sich eine große Kinoleinwand. Ich gehöre ja zu einer Generation, die noch die alten Filmrollen miterlebt hat, wo Zelluloid aufgerollt wurde und wo das gerattert hat in den Kinosälen. Wenn dein Lebensfilm auf eine solche Zelluloid-Rolle gebannt worden wäre, ich weiß nicht, wie dick die wäre, wie groß, ich vermute mal einen Kilometer, grobe Schätzung, kleiner Scherz, ich weiß es wirklich nicht. Auf jeden Fall ein Leben, das Jahrzehnte dauert, zu verfilmen auf Zelluloid, das würde schon eine immense Rolle geben. Und das Besondere nun, nach deinem Tod sitzt Gott neben dir auf einem Sofa. Es eröffnet sich ein großer, wunderbarer Kinosaal. Du bist allein mit Gott unmittelbar nach deinem Tod und der Film deines Lebens, der gerade abgelaufen ist, wo die letzte Szene Sekunden vorher gedreht wurde, der wird vorgeführt. Und zwar jetzt nicht jahrelang, sondern alles sehr schnell. Geht ganz schnell. Und alles wird genau erkannt, verstanden. Von Gott sowieso, aber auch von dir, durch den Geist. Im Geist siehst du dein Leben komplett auf dieser Kinoleinwand ablaufen und Gott sitzt neben dir und schaut zu. Und dann wendet er sich dir zu und sagt zu dir, was hältst du von diesem Film? Das sagt er nicht so zu dir, wie ich hier zu dir spreche mit einem Mund, der sich öffnet, sondern es ist ein Geistgeschehen. Das heißt, Gott spricht zu dir ohne weiteres und du verstehst ihn auch ohne weiteres. Du hast ja nach dem Tod keinen Körper mehr, der liegt im Grab. Und ja, du verstehst Gott direkt seine Frage, was hältst du von diesem Film? Und da gibt es keine Ausrede, weil Gott liest deine Gedanken sind deine Worte und so fällst du selbst dein Urteil über deinen Lebensfilm. Das ist ein Gleichnis, was ich dir hier gebracht habe. Ich liebe Gleichnisse, weil Jesus hat die sehr vollmächtig auch gebracht. In den wenigen Jahren seines Lebens sind Gleichnisse überliefert. Die haben die Menschen verstanden. Und wenn man dieses Gleichnis vor dem Tod versteht und nicht erst nach dem Tod erlebt, dann hilft einem das sehr weiter. Ich jedenfalls in meinen Lebenssituationen mache ich mir immer klar, das ist jetzt wieder eine Sequenz in meinem Lebensfilm. Auch jetzt, wo ich hier stehe, ich drehe nicht nur ein Video fürs Internet für dich, sondern ich drehe auch eine Sequenz in meinem Lebensfilm. Was ich hier sage, das ist nicht irgendein Wort, das richtig oder falsch ist, sondern dafür bin ich verantwortlich. Ich möchte, dass du dich Gott zuwendest und dadurch einen guten Lebensfilm drehst. Denn wenn dein Lebensfilm gelingen soll, dann geht das nicht aus eigener Kraft, sondern du brauchst dazu den Heiligen Geist. Der Heilige Geist sollte der Regisseur deines Lebensfilms sein. Und je mehr du das zulässt, desto besser wird dein Lebensfilm am Ende, wenn du daneben Gott auf dem Sofa sitzt und ihr euch den anschaut. Dann sieht Gott nämlich den Film, den er mindestens mitgedreht hat, weil er ihn mitdrehen durfte, durch den Heiligen Geist, durch seinen Geist. Wie geht das aber? Wie kann man den Heiligen Geist Anteil nehmen lassen am eigenen Lebensfilm, sodass ihr ihn mindestens mitdreht, am besten natürlich dreht? Ja, da gibt es nur einen Weg, weil Gott nimmt nicht Platz in Sünde. Bedingung 1, Sünde abgeben. Wohin? Da gibt es nur einen Weg,
nur einen Platz, nur einen Ort, wo die Sünde hinabgegeben werden kann. Wenn Buddha für dich gestorben wäre oder Mohammed oder Rudolf Stein oder diese ganzen Religionsstifte oder wer auch immer, die hätte nicht für deine Sünden sterben können. Gottes Sohn von vor aller Zeit, durch den Gott alles geschaffen hat, Zeiten, Räume, Welten, Engelwelten, er musste Mensch werden in der Zeit, um deine Sünden zu tragen. Also das ist die erste Bedingung, dass du deine Sünden abgibst an das Kreuz von Jesus Christus. Wie geschieht das aber? Das geschieht, indem du Jesus Christus als deinen Herrn und Retter annimmst, und dann tritt das Zweite ein, das Entscheidende tritt dann ein. Weil die Sündenvergebung, die stellt ja zunächst einmal nur einen neutralen Zustand her. Du bist dann ohne Sünden. Wie geht's denn weiter? Du wirst wieder sündigen. Also, das Zweite ist das Entscheidende. Du bekommst an die Stelle der vergebenen Sünden, an diesen Leerraum, in diesen Leerraum bekommst du den Heiligen Geist, den Geist Gottes, die Führung Gottes durch den Rest deiner Zeit. Und er ist bereit, deinen Lebensfilm gelingen zu lassen. Die Frage ist, ob du das zulässt. Wenn du Jesus Christus als Herrn und Retter annimmst, den Heiligen Geist erhalten hast, dann hat der Geist Gaben für dich, die kannst du umsetzen. Dadurch wird dein Leben fruchtbar, erfolgreich, geistlich gesehen. Ja, dadurch gelingt dein Lebensfilm, je nachdem, in welchem Maße du die Gaben annimmst und umsetzt. Das machen aber viele eben nicht. Die nehmen Jesus Christus als Herrn und Retter an. Die lassen sich also die Sünden vergeben. Die erhalten den Heiligen Geist und damit das ewige Leben. Aber der Rest ihres kleinen zeitlichen Lebens, es sind vielleicht noch ein paar Jahrzehnte, den verbringen sie dann wieder mehr und mehr der Welt zugewandt, den Stimmen der Welt. Und was sind das, die Stimmen der Welt? Dreimal, das ist sehr ernst, hat die Bibel überliefert, ein Wort von Jesus, der Teufel ist der Führer dieser Welt. Das ist die Stimme, die abspenstig macht. Also, nimm Jesus Christus als deinen Herrn und Retter an, erhalte die Sündenvergebung, erhalte den Heiligen Geist und mit dem Heiligen Geist das ewige Leben. Nimm die Gaben an, die er dann für dich hat, sodass dein Leben fruchtbar wird, geistlich fruchtbar. Am Ende geht es durch die Wand des Todes in das Totenreich, den Totenschlaf, die Totenruhe. Da ist kein Sofa. Da ruhst du und danach ist dann auch kein Sofa, sondern dann stehen die Toten auf. Am letzten Tag findet die Auferstehung statt und dann gehen sie in das Endgericht vor Gott und da gibt es auch kein Sofa, sondern das ist eine ernste Situation, da gibt es ein Gerichtsurteil für Milliarden Menschen. Es gibt aber auch die anderen, das sind die, die in ihrer Lebenszeit Jesus Christus als Herrn und Retter angenommen hatten. Wer das getan hat, dessen Sünden hängen am Kreuz und deshalb ist in der endgerichtlichen Situation ganz am Ende der Zeit nichts mehr zu richten. Der Mensch, der Christ, der in seiner Lebenszeit also Jesus Christus als Herrn und Retter angenommen hatte, er wird hindurchgewunken durch das Endgericht am letzten Tag in das Paradies. Einen anderen Weg der Rettung eines gelingenden Lebensfilmes gibt es nicht. Wenn es ihn gäbe, Gott hätte ihn gewiesen. Er hätte seinem Sohn von vor aller Zeit, durch den er alles geschaffen hat, den harten Kreuzesweg erspart. Gott, Jesus Christus, Gottes Sohn, wurde Mensch für dich, damit du das ewige Leben hast, vor dem zweiten Tod bewahrt wirst, damit dein Lebensfilm gelingt und du dich am Ende der Zeit freust. Und ich werde mich mit dir freuen, wenn ich dich spätestens am Ende der Zeit sehen werde im Paradies. Gottes Segen. Amen.